Wir gehen gleich rein, würde ich sagen, vorgestellt sind ja alle. Was ich jetzt vorhabe, ist, dass die beiden anderen, die noch nicht so ausführlich zu Wort kamen, auch erstmal zu Wort kommen dürfen. Dann reden wir hier oben ein bisschen und dann reden wir alle miteinander. Bis 12 Uhr. Nee, bis 12 Uhr. Bisschen mehr vielleicht. Nicht allzu viel. Gut, dann würde ich, würde ich gerne das Wort zuerst an Barke erteilen, mit der Bitte, ein bisschen sozusagen aus der praktischen politischen Erfahrung das zurückzukoppeln im Bereich der Energiewende, was wir sozusagen theoretisch gehört haben, und auf mögliche Trade-offs und Zielkonflikte vielleicht hinzuweisen. Bitte. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Morgen. Also ich kann sehr vielem von dem, was Herr Professor Feld ausgeführt hat, zustimmen. Einschließlich Abschaffung des EEGs unter den von ihm genannten Voraussetzungen, dass wir nämlich erstens voll dafür sorgen, dass diejenigen, die Anlagen betreiben, auch dafür haften, das heißt auch tatsächlich zahlen können. Hätten wir das gemacht, würde morgen nicht nur das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld abgeschaltet, sondern auch alle anderen. Und zweitens auch die volle Internalisierung der externen Kosten. Das würde zum Beispiel bei CO2 bedeuten, dass wir dann nicht einen Preis benötigten, so wie wir ihn heute haben, von ungefähr 7 Euro, sondern von ungefähr 200 Euro. Wir hätten unter diesen Voraussetzungen keine fossilen Kraftwerke innerhalb relativ kurzer Zeit in Deutschland. Deshalb sind wir überhaupt nicht auseinander. Ich teile Ihre Einschätzung, dass erstens volle Haftung und zweitens Internalisierung externer Kosten der bevorzugte Weg ist. Ich stelle nur fest, dass diejenigen, die nun mal Politik machen müssen, ihre liebe Not haben, solche Dinge tatsächlich durchzusetzen. Und es ist ja kein Zufall, sondern das ist nicht, weil wir wissenschaftliche Literatur nicht sorgfältig lesen würden, sondern das hängt natürlich damit zusammen, dass es in der Politik immer um Interessen geht und letztlich auch um einen Interessensausgleich. Und ich bin auch bei Ihnen, man hätte sich viel früher um die Reform des europäischen Emissionshandels kümmern müssen. Ich war noch dabei, als wir ihn eingeführt haben, und ich erinnere mich noch an die Fackelzüge auf Rheinbrücken und der Vorhersage der Entindustrialisierung von Deutschland. Ist alles nicht gekommen, aber es war ein Megakampf, den Emissionshandel einzuführen. Und es ist versäumt worden, an dieser Stelle für die notwendigen Reformen zu sorgen. Deshalb ist ja das System im Moment eines, das vielleicht funktioniert, weil das Cap oben drauf ist, aber 2,5 Milliarden Überschüsse, es gibt keine Knappheit und deshalb geht davon auch kein Signal aus. Dass wir da jetzt drangehen und drangehen müssen, ist alles unstreitig, aber es ist in Europa mit 28 Mitgliedstaaten und unterschiedlichen Interessen ein schwieriger Prozess. Und weil das so ist, glaube ich, kommen wir auch um einen Mix von Instrumenten nicht herum. Weil wir nicht vollständig internalisieren können, brauchen wir andere Instrumente, wie zum Beispiel das EEG. Dann komme ich aber wieder zu Gemeinsamkeiten. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, dass die Zeiten der Technologieförderung, denn das war ja das, was wir 2000 auf den Weg gebracht haben, jetzt vorbei sind. Und wir haben im letzten Jahr unsere liebe Mühe gehabt, all denjenigen, die sich auch vielleicht ein bisschen bequem manchmal eingerichtet hatten in einem System von Einspeisevergütungen und keiner Verantwortung für die Vermarktung des Produktes, zu sagen, diese erste Phase der Energiewende ist jetzt vorbei. Wer ein Produkt herstellt, in diesem Falle Strom, muss es auch vermarkten. Machen wir ja in anderen Bereichen auch nicht. Wir sagen nicht, die Automobilindustrie produziert Autos, die gibt sie dann beim Straßenbauamt ab und das Straßenbauamt kümmert sich um die Vermarktung der Fahrzeuge, aber das war das alte EEG. Das ändern wir jetzt, haben wir geändert. Alle neuen Anlagen, die gebaut werden, müssen in die Vermarktung. Das heißt, es gibt eine Verantwortung, das Produkt, das man herstellt, auch zu vermarkten. Das ist auch wichtig, weil in dem Moment nämlich diejenigen, die Anlagen bauen und betreiben, darüber nachdenken, wie denn eigentlich der Strom, den sie produzieren, in das Stromsystem passt. Sie maximieren plötzlich den Wert und nicht mehr nur die Kilowattstunden. Also da sind wir völlig einer Meinung. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Und die zweite große Aufgabe ist, da sehe ich auch wieder eine große Übereinstimmung, jetzt nicht nur die Erneuerbaren fertig zu machen für den Markt, sondern den Markt vorzubereiten für den Umstieg auf erneuerbare Energien. Ich teile Ihre Einschätzung, dass das, was hier von der traditionellen Stromwirtschaft vorgeschlagen wird, nämlich
in gewisser Weise den Markt auszuhebeln, indem man ein zweites Instrument schafft, wo der Staat dann direkt oder indirekt sagt, und so viele Kapazitäten brauche ich und dafür schaffe ich eine zweite Einnahmequelle, nämlich Kapazitätsprämien, dass das der falsche Weg ist. Es ist interessant, dass wir jetzt da diese Diskussion führen, wo wir große Teile der stromproduzierenden Industrie haben, die sagen, wir möchten Kapazitätsmärkte, aber Sie haben völlig zu Recht gesagt, das sind keine Märkte, sondern das ist eigentlich genau das Gegenteil. Und Sie werden Ihre helle Freude haben an dem Weißbuch, das wir in wenigen Tagen veröffentlichen werden, wo wir das jetzt marktwirtschaftlich durchdeklinieren, wo wir sagen, selbstverständlich gehen wir davon aus, dass jede zahlungsbereite Nachfrage auch ein entsprechendes Angebot hervorrufen wird. Und wir werden jetzt die Verantwortlichkeit steigern. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass es frei fluktuierende Preise gibt. Und das machen wir nicht nur national. Sie haben das ja vielleicht mitbekommen. Ich habe einen sehr intensiven Diskussionsprozess mit unseren, ich nenne die immer elektrischen Nachbarn, weil wir haben einige Länder, mit denen haben wir eine physikalische Grenze, andere mit denen haben wir ein Seekabel wie Schweden, da reden wir gerade über das zweite. Und mit Norwegen werden wir noch in diesem Jahrzehnt ein starkes Seekabel bekommen. Das sind elektrische Nachbarn, ist egal, ob die Grenze jetzt physikalisch ist oder über ein Seekabel übers Meer überbrückt wird. Also mit denen haben wir jetzt ein Jahr zusammengesessen und ist vielleicht bemerkt worden, dass wir am 8. Juni dieses Monats von 12 Ministern eine Erklärung unterschrieben haben, nämlich dieser 11 Nachbarstaaten, elektrischen Nachbarstaaten plus Deutschland, wo ganz klar drin steht, wir wollen diese Energiewende hier im europäischen Kontext weiterentwickeln. Wir setzen uns alle dafür ein, es gibt keine Preisobergrenzen. Angebot und Nachfrage sollen über eine freie Preisbildung zusammenkommen. Zweitens, wir werden nicht intervenieren, auch nicht in Zeiten von Knappheiten in den internationalen Stromhandel. Das garantieren wir uns gegenseitig. Und wir ergreifen eine ganze Menge Maßnahmen, um das Stromsystem jetzt zu flexibilisieren. Aber es sind alles Marktmechanismen. Also ich glaube, dass diese Prinzipien, die Sie genannt haben, alle richtig sind. Ich bin auch sehr dafür, dass wir die umsetzen, auch gegen die Widerstände, die da sind. Aber die Welt, die manchmal die Wissenschaft malt, wir internalisieren die externen Kosten und wir schaffen Haftungsregelungen, die scheitern halt leider manchmal in der Politik, auch wenn sie die von mir bevorzugte Politikvariante wäre. Vielen Dank. Ich würde mal gerne mich auch gleich auf Professor Feld beziehen. So drei kritische Nachfragen, Argumente zu Ihrem Vortrag, der auch jetzt ein bisschen runter von der, sagen, bloßen Meta-Ebene einer wirtschaftstheoretischen, sagen, Diskussion. Das erste, ich habe so ein bisschen vermisst, die Dimension, und zwar auch in ihrer politischen Brisanz, die Verteilungsfrage hat. Oder ich sage mal, die Gerechtigkeitsfrage noch ein bisschen weiter als Verteilungsfrage. Also wenn wir heute feststellen, dass in Umfragen Marktwirtschaft eigentlich immer weniger auf Zustimmung trifft, auch in der Bundesrepublik, trotz der wirtschaftlichen Erfolge dieses Systems und dem relativ hohen sozialen Wohlfahrtsniveau, was das ermöglicht hat über die Jahrzehnte. Dann spielt meines Erachtens eine zentrale Rolle dieses verbreitete Gefühl, was ja nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, dass eigentlich immer weniger Leute partizipieren an diesem internationalen Erfolg der bundesdeutschen Wirtschaft. Ja, also wenn Sie die Einkommensverteilung sich sagen, betrachten, bis hin dazu, dass unser Bildungssystem wieder viel stärker geprägt ist durch Herkunft, also im Grunde Klassenfragen wieder als Bildungsschranke sagen, auftreten, gibt es doch eine ganze Reihe von Untersuchungen, die das zeigen, dass Chancengleichheit eher zurückgegangen ist in den letzten 10 Jahren. Also diese
Frage, wie stark werden eigentlich noch die Früchte von wirtschaftlichem Wachstum vergemeinschaftet? Also wie stark schlagen die sich nieder in eine demokratische Wohlfahrtsentwicklung? Ja? Das ist meines Erachtens eine Kernfrage, auf die man mehr und andere Antworten geben muss, als das, was ich jetzt von Ihnen gehört habe. Das Zweite ist, das betrifft auch natürlich die Reform der rot-grünen Bundesregierung. Ich stimme Ihnen ja zu, dass die unter dem Strich wirtschaftspolitisch erfolgreich waren. Und ich würde sogar sagen, dass ihre soziale Wirkung erfolgreich war, wenn man Abbau von Arbeitslosigkeit zugrunde legt. Und auch bei den Jobs, die neu geschaffen worden, ist ja keineswegs so, dass die alle im prekären Sektor nur stattfinden würden. Und trotzdem gibt es offensichtlich diese verbreitete Wahrnehmung, dass darüber neue Ausgrenzungsverhältnisse geschaffen sagen worden sind, Marginalisierungen auf dem Arbeitsmarkt, und dass sie gerade diese Reform eben keine, nicht die erhoffte Wirkung hatten für die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt, sondern dass wir da eine zunehmende Spaltung haben. Zweiter Punkt, ich vermisse ein bisschen, das ist klar, von unserer Perspektive die Brisanz der ökologischen Frage. Also Rainer Barke hat das jetzt mit Blick auf die Energiewende mal durchbuchstabiert. Die ist für uns ja das Herzstück einer ökologischen Transformation der Industriegesellschaft. Also Kanzlerin Merkel auf dem G7-Gipfel, Dekarbonisierung. Ich meine, sie ist Physikerin, sie weiß, wovon sie spricht. Dekarbonisierung ist wirklich eine radikale Veränderung unserer Produktionsweise. Der Abschied von fossilen Energien. Ein hohes Maß an Ressourceneffizienz, Wiederverwertbarkeit, also Zero Waste als Prinzip, das gehört da alles mit dazu. Das sind ja Ziele, die kommen aus einem Verständnis, also einer stofflichen Problematik, in die unsere Wirtschaftsweise hineingeraten ist. Akkumulation von CO2 in der Atmosphäre, Vernichtung von fruchtbaren Ländereien, zunehmende Trinkwasserkrise. Ja, das sind bestimmte ökologische Probleme, auf die Wirtschaftspolitik eine Antwort geben muss. Und da reicht es, glaube ich, nicht von Internalisierung von Folgekosten zu reden und von Haftung, so richtig ich das finde und so sehr ich mir wünschen würde, dass die Grünen das Thema ökologische Steuerreform wieder viel stärker in den Vordergrund bringen. Also die Grundidee eines Umbaus unseres Steuersystems, Staatsfinanzierung von Besteuerung von Arbeitseinkommen auf die Besteuerung von Naturverbrauch. Aber wir brauchen da noch einen viel breiteren Instrumentenmix, Verbraucherpolitik, auch klassisches Ordnungsrecht mit Effizienzstandards für Gebäude, für Fahrzeuge, für Maschinen. Da vermisse ich so ein bisschen die Brisanz von Handlungsbedarf. Wir stehen da in einem Wettlauf mit einer ökologischen Krise, die wirklich dramatische Ausmaße annehmen wird, wenn wir nicht in einer sehr kurzen Zeit es uns gelingt, dagegen zu steuern. Und ein letzter Punkt, was Sie zu Währungspolitik im Zusammenhang mit Eurokrise gesagt haben, das greift mir auch zu kurz, wenn Sie da nochmal auf die disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte rekurrieren. Ich meine, wir haben doch gerade gesehen in den letzten Jahren, dass ein solcher Politikansatz politisch nicht durchzuhalten ist. Der ist gesellschaftlich nicht akzeptabel, wenn er sich zumindest nicht verbindet mit einem investiven Ansatz, der viel stärker auf Erneuerung von Wirtschaftswachstum zielt, also über Modernisierung von Infrastrukturen, über Forschung und Entwicklung, über Bildung und Qualifizierung.
aber auch über gezielte Technologieförderung zwischen Bereich erneuerbarer Energien, also darauf zu setzen, dass alleine die disziplinierende Wirkung von sagen Finanzmärkten uns aus der Krise führt und wir da nur hart genug sein müssten, egal was die sozialen Folgen sind, das ist nicht nur politisch nicht sagen durchhaltbar, das finde ich auch gesellschaftlich nicht richtig. Also da muss es nochmal ein anderes Element geben, was jetzt in Ihrer Terminologie stärker interventionistisch wäre, nämlich im Hinblick auf eine offensive Investitionspolitik, eine europäische Green New Deal oder eine europäische Investitionsstrategie. Vielen Dank. Herr Feld, Sie können schon sehen, Moment, jetzt bin ich erstmal dran, dass Sie mit Ihrem Vortrag, den ich übrigens sehr schön fand, dass Sie genau die richtige Stelle getroffen haben, denn wir sind, glaube ich, jetzt an den Kernpunkten angelangt. Sie haben darauf hingeführt und die vorbereitet und ich würde die jetzt ein bisschen geordnet abarbeiten, darüber sprechen. Arbeiten klingt so schlimm. Und zwar zunächst mit dem Punkt, den Herr Barke ansprach, das Thema von Second Best, First Best, Third Best. Also natürlich, Sie sagen, hier gibt es so ein Ideal, wie ich Ziele und Mittel definiere. Herr Barke sagt, naja, es sitzt aber da so und so viele Ministerpräsidenten gegenüber oder internationalen Partnern. Und dann machen Sie mal eine Regelung. Also EEG war ein Beispiel dafür. Wie lässt sich da diese Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis überbrücken oder lässt sie sich überhaupt überbrücken? Aber bitte jetzt nur diesen Punkt, die anderen Punkte machen wir dann so später. Ist das an, ja? Funktioniert? Perfekt. Also ich habe ja versucht, das knapp, vielleicht kann ich im Hinblick auf die anderen Punkte wenigstens sagen, 20 Minuten und ich habe schon überzogen. Ja. Ich habe also absichtlich keine Folien präsentiert, die muss ich Ihnen dann irgendwann nachher noch nachliefern bei manchen Dingen. Aber zu dem, was Herr Barke sagte, mir ist ja klar, dass Politik anders ist. Ich meine, ich bin jetzt relativ lange in der wirtschaftspolitischen Beratung tätig, in Deutschland seit 2003, in verschiedenen Zusammenhängen und ich weiß, wie schwierig das immer ist, gerade auch in einem solchen Föderalstaat, in dem wir sind. Deswegen habe ich ja versucht, abzuschichten. Die Zielsetzung ist, das Klimaproblem zu bewältigen. Da kann ich nicht den zweiten Punkt von Herrn Füchs gerade mit abräumen. Denn, ich meine, der Punkt ist klar. Schauen Sie, die Brisanz der Problematik ist mir ja bewusst. Die haben wir doch jetzt über Jahrzehnte diskutiert und wir diskutieren sie immer weiter. Aber wir sind als Sachverständigenrat vielleicht nehme ich das für mich auch besonders in Anspruch, nicht dazu da, um zu dieser Brisanz nochmal weiter mit schrillen Tönen beizutragen. Wenn wir beispielsweise in der Diskussion um die Währungsunion Hans-Werner Sinn etwas vorwerfen, dann sind es diese schrillen Töne insbesondere, die so massiv überziehen. Ich mache das nicht in der Währungspolitik und ich mache das auch nicht in der Umweltpolitik. Ich versuche, nüchtern zu bleiben bei all den Problemen, die anstehen. Und das ist vermutlich das Vernünftigste, weil man genügend andere Leute hat, die die Brisanz betonen. Also Sie haben natürlich recht, dass das Umbau bedeutet. Das ist doch klar. Aber für mich ist das selbstverständlich. Und Wirtschaften bedeutet immer Umbau. Wir haben das Problem, dass wir in einer wachsenden Wirtschaft, bei der es darum geht, Qualitätsverbesserungen zu erreichen, über Wissensteilung zu besseren Ergebnissen zu kommen, doch die Notwendigkeit, dynamisch zu sein und eine schöpferische Zerstörung zu zeigen. Und das zeigt sich in anderen Bereichen auch. Wenn man die Rahmenbedingungen ändert, wird sich auch Entsprechendes zeigen. Also deswegen muss ich da jetzt nicht unbedingt die Brisanz betonen. Wenn ich abschichte, dann ist die Idee zunächst, was würde ich denn First Best machen wollen? Und dann habe ich ja schon gesagt, das ist vermutlich nicht erzielbar. Aber ich kann trotzdem unterwegs beim Abschichten sagen, da müssen wir jetzt nochmal ran. Oder wir müssen intensiver ran. Und das haben Sie auch unterstrichen. Also beispielsweise das EU-ETS. Wir haben ja jetzt nicht nur am Anfang mit diesem System angesichts der schrillen Töne aus der Industrie zu locker agiert, zu viel Spielräume gelassen mit dem Grandfathering, das wir betrieben haben, sondern wir haben seither auch noch viel zu viel Zeit verstreichen lassen, um es zu reformieren. Ja? Und was ich dann heute vermisse, das ist das stärkere politische Kapital, das da reingesetzt wird. Denn dann muss ja die Diskussion nochmal in den Vordergrund rücken und klar machen, da ist jetzt etwas notwendig und das wird euch kosten. Was wir gerade gegenwärtig sehen, die Kohleabgabe, die so schnell weggeräumt zu werden scheint, halte ich für relativ problematisch. Ja, das finde ich keine günstige Entwicklung. Und dabei hilft das Abschichten, um unterwegs zu sagen, versucht doch noch mal ein bisschen von der Effizienzorientierung auf ein höheres Niveau zu kommen, von den viertbesten Lösungen vielleicht doch auf die zweitbesten.
Ja? Warum? Das ist der Punkt, den ich dabei betonen möchte. Die anderen Dinge, die Sie nennen, sind meines Erachtens ziemlich klar. Ich freue mich auf das neue Weißbuch und ich bin auch gespannt, wie Sie bei den elektrischen Nachbarn dann Frankreich einbinden. Ja. Also ich habe ja vorhin betont, wir sind da einer Meinung. Ich finde nur, man muss ein bisschen aufpassen. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, Abschaffung EEG. Also erst malt man eine ideale Welt, die aber nicht zu erreichen ist und sagt dann, und in dieser idealen Welt brauchen wir das EEG nicht. Das ist meine Meinung auch. Ich bin eindeutig für das Primat der vollen Internalisierung externer Kosten. Ich bin aber auch Realist und weiß, dass obwohl wir da jetzt hart dran arbeiten, das immer noch Kompromisse erfordert und an dieser Stelle, solange ich keine vollständige Internalisierung habe, ich entweder die Ziele aufgebe, was aus meiner Sicht keine Option ist, oder ich einen Instrumentenmix brauche und dann, da sind wir auch wieder einer Meinung, natürlich aufpassen muss, dass dieser Instrumentenmix jetzt auch wiederum diesen Prinzipien entspricht, die Sie vorhin genannt haben, dass wir da möglichst viel Wettbewerb brauchen. Ja, also nicht Prozesssteuerung, sondern an dieser Stelle Wettbewerb. So, aber deshalb muss man, glaube ich, diese Prinzipien immer an den konkreten Beispielen diskutieren. Also nehmen wir jetzt den Emissionshandel und das Verhältnis auch zu nationalen Maßnahmen. Ich höre das ja jetzt sehr oft, wieso macht ihr nationale Maßnahmen? Wir haben doch den europäischen Emissionshandel. Dasselbe Argument könnte ich gegen den europäischen Emissionshandel anführen, weil das Klimaproblem ist ein globales Problem. Ja, und selbst wenn wir im Emissionshandel reinschreiben, das Cap ist null für ganz Europa, wir sozusagen alle emissionshandelspflichtigen Anlagen morgen auf null setzen, lösen wir damit nicht das Klimaproblem. Das ist ein globales Problem. Und wir haben nun mal als Politiker nicht die Chance zu sagen, und bevor wir nicht das große globale Übereinkommen haben zwischen allen 190 Staaten auf der Welt, die Mehrzahl davon keine Demokratien, so lange tun wir nichts. Das geht nicht. Wir müssen hart arbeiten, damit hoffentlich Paris ein Erfolg wird und wir auf der Ebene vorankommen. Wir müssen hier in Europa daran arbeiten, dass die europäischen Instrumente zugespitzt werden. Ich sag mal, wir sind da auch vorangekommen. Letzte Gipfel nach heftiger Vorarbeit der Energieminister im Oktober beschlossen die Ziele jetzt für 2030, 40%. Bei Klima 27% bei Erneuerbaren über alle hinweg und 27% Effizienz sagt ja, wir machen auch beim Emissionshandel was und was da ausbuchstabiert worden ist, heißt demnächst Absenkung jedes Jahr 2,2%. Jetzt nehmen Sie mal das Jahr 2020, wenn das in Kraft treten soll, und subtrahieren jedes Mal 2,2%. Das ist eine Gerade, die die Nulllinie durchschneidet. Das ist die Dekarbonisierung. Ja? Ich bin sehr dafür, aber ich weiß auch um die Kämpfe, die wir ausfechten müssen, bis das alles europäisches Recht ist. Zweiter Punkt. Wenn es jetzt hier um die konkrete Umsetzung in Deutschland geht. Ich bin ja auch, was das EEG betrifft, mit Ihnen der Auffassung, dass wir da einiges ändern müssen. Aber nicht bitte in dieser radikalen Form, die Sie vorgeschlagen haben. Wir machen jetzt technologieoffene Ausschreibungen. Eigentlich müssten Sie konsequent sagen, und nicht in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ja? Weil dieses zu einem erheblich teureren Stromsystem führen würde. Das können wir jetzt nicht ausdiskutieren, weil das geht ein bisschen ins Detail, aber ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern wir müssen schon gucken, dass wir jetzt die Systemkosten runterhalten. Denn eines haben wir mit dem EEG in den letzten 15 Jahren erreicht. Wir haben nämlich die Vollkosten runtergebracht auf dasselbe Niveau, als würden wir jetzt neue Kohlekraftwerke oder neue Gaskraftwerke bauen. Ja? Das haben wir geschafft, trotz aller Fehler, die da auch gemacht worden sind, aber wir haben jetzt Kostenparität und wesentlich günstiger als nuklear. Hinkley Point 100 bis ja, so und so viel Prozent teurer als die Erneuerbaren hier jetzt in Deutschland. Also das haben wir geschafft. Aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir das alte System einfach weiterführen müssen. Wir müssen jetzt auch im Bereich der Erneuerbaren umsteigen in Richtung mehr Wettbewerb und mehr Markt. Machen wir auch. Aber die zentrale Baustelle ist die, die ich vorhin angesprochen habe. Was machen wir eigentlich mit dem restlichen Stromsystem? Und ja, die Vereinbarung hat Frankreich mit unterzeichnet. Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob Frankreich und Polen damit runter sind und nicht nur Dänemark und Schweden und Österreich, sie haben alle mit unterzeichnet. Alle. Alle haben sich dazu bekannt, freie Preisbildung, dass Frankreich jetzt einen Kapazitätsmarkt macht. Das ist richtig, das müssen wir auch akzeptieren.
Wir hätten auch nie die Unterschrift darunter bekommen, wenn die erst hätten sagen müssen, nach 5 Jahren Vorbereitung, Kapazitätsmarkt, lassen wir das jetzt. Das haben wir nicht hingekriegt. Aber wir haben hingekriegt, dass es keine Intervention in den Preismechanismus an den europäischen Strombörsen gibt. Und dass es keinen Eingriff, nationalen Eingriff in den Stromhandel gibt. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Prinzipien. Die Kommission war die ganze Zeit dabei. Und ich glaube, die Kommission wäre schlecht beraten, das wird sie auch nicht tun, wenn sie nicht diese Übereinkunft jetzt von 12 Mitgliedstaaten nutzen würde, um auch das europäische Recht in Richtung mehr Binnenmarkt weiterzubekommen. Und warum machen wir das? Warum setze ich mich auch dafür so ein? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Stromsystem, das aufbaut auf Wind und Photovoltaik als den kostengünstigen Energieträgern, in den nächsten 10 Jahren rein national nicht, jedenfalls nicht effizient funktionieren kann. Wir brauchen den europäischen Binnenmarkt für die Energiewende. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass wir uns da vereinbaren müssen auf wettbewerbliche Prinzipien, weil es ansonsten effizient nicht funktionieren wird. Wir haben heute schon über 1,5 Millionen Erzeugungsanlagen. Vom großen Kernkraftwerk bis zu der PV-Anlage. Ich kann mir keinen anderen Mechanismus vorstellen, um dieses komplexe System, dieses sehr, sehr dezentrale System zu steuern, außer den Markt. Und dafür brauchen wir jetzt die Spielregeln. Herr Füchs, Sie hatten gerade angesprochen, die Problematik ist so dringlich, sagen, dass das alles möglicherweise gar nicht ausreicht. Also muss noch mehr erstens politisches Kapital, wurde vorher schon angesprochen, eingesetzt werden. Warum wird es nicht eingesetzt, wenn es daran mangelt? Und kommt man mit diesem marktfreundlichen Instrumentenmix aus oder muss es sozusagen noch viel stärker interventionistisch werden, wenn man die Ziele erreichen will? Herr Rainer Barke spricht ja selbst von einem Instrumentenmix, also nicht von sagen, entweder oder. Und ich bin tatsächlich der Auffassung, dass wir eine Kombination von Instrumenten brauchen, um diese Transformation zu beschleunigen, von der wir jetzt gesprochen haben, im Grunde innerhalb von 20 bis 30 Jahren unsere Produktionsweise radikal umzubauen. Das ist ja was es in dieser historischen Dimension, im Grunde gibt es nichts Vergleichbares. Wir hatten immer wieder sagen, industrielle Revolutionen, die durch technische Basisinnovationen ausgelöst worden sind. Sagen, von der Dampfmaschine über die Elektrifizierung bis zu dem letzten Big Bang mit der digitalen Revolution. Die sind auch alle, konnten alle nur stattfinden in Kombination zwischen wissenschaftlichen sagen, Erfindungen, Pionierunternehmertum und bestimmten staatlichen Rahmenbedingungen. Also ohne etwa den Aufbau eines öffentlichen Transportsystems, Eisenbahn und sagen, Straßen, hätte sich die Industrialisierung nie so entwickeln können, wie sie das sagen, getan hat. Und selbst beim Internet wissen wir, dass das nicht nur die Garagenfirmen waren, sondern dass da das Pentagon mit eine zentrale Rolle gespielt hat in der Forschung und Entwicklung. Also wir hatten immer einen Mix, wie sagen, in diesen großen revolutionären Veränderungen in Entwicklung des Industriesystems, immer einen Mix zwischen eher marktgetriebenen Innovationen und staatlichen Interventionen. Und zwischen den zwei Polen bewegen wir uns. Da geht es meines Erachtens nicht um Entweder-Oder, sondern um eine optimale Kombination, über die wir dann wahrscheinlich nur sektoral uns vernünftig verständigen können, weil es da keine Generalformel gibt. Was mich ein bisschen im Ansatz unterscheidet, ist, dass ich finde, dass wir eher von bestimmten Problemstellungen aus diskutieren müssen und dann darüber sprechen oder auch streiten, was sind die geeigneten Instrumente, um diese Probleme zu bewältigen, vor denen wir gesellschaftlich stehen. Ja, das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, als zu sagen, wir kümmern uns um einen optimalen Rahmen und dann sorgt der Markt schon dafür, dass es optimale Lösungen für diese Probleme gibt. Ja, jetzt gebe ich direkt an Sie weiter, denn die Frage, das sprachen Sie auch an, ist der Rahmen, wie viel Zielidee darf in dem Rahmen drinstecken? Sozusagen? Darf der Rahmen schon Lenkungswirkung haben oder soll er sich da komplett zurückhalten?
Ja, das können Sie nicht so einfach entscheiden. Also das, was wir letztlich mit ordnungspolitischen Rahmenbedingungen festlegen, auf Basis dieser Prinzipien, bedeutet ja, dass wir einen Anker haben für die Politik, die wir durchführen wollen. Also wenn Sie jetzt die Funktionsweise des Preissystems ansprechen, in der Diskussion sind wir ja im Prinzip drin, dann ist die Frage erstens von der Diagnose her, welche Form von Marktversagen haben wir und welche Instrumente kennen wir, um dagegen vorzugehen. Und was mir der Anker bietet, ich habe das eben versucht zu sagen, ist die Möglichkeit, so abzuschichten, wie ich es gemacht habe. Und dann jedes Mal nochmal zu fragen, wo stehen wir denn da? Natürlich sind in vielen politischen Zusammenhängen die Erstbestlösungen nicht zu erreichen. Und deswegen ist das auch eine andere Herangehensweise. Ich schaue dann zwar vom Problem her, aber ich versuche von vornherein weniger marktinterventionistisch zu sein, als wir das ohne den Anker tun würden. Kann ich es nochmal zuspitzen? Ja? Hätten Sie um das so abstrakt zu sagen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt nun bei der Frage, um den Satz vielleicht, bevor Sie noch intervenieren, Herr Schieritz, noch zu Ende zu bringen. Das heißt bei der Frage, wie interventionistisch sollten wir hier sein? Da werden der Füchs und ich sicher einen Unterschied haben bei der Ausgestaltung der ordnungsrechtlichen Bedingungen für die Dekarbonisierung. Ich wäre wesentlich zurückhaltender, klare Vorschriften zu machen für Gebäude, für Transportmittel und so weiter, was Energieeffizienz anbetrifft, sondern darauf bauen, dass dann, wenn wir so eingreifen, dass wir die Preise für die Marktteilnehmer verändern, das von alleine kommt. Aber Ihre Position jetzt oder des Rates auch zum EEG ist ja bekannt. Wie hätten Sie das vor 10 Jahren gesehen? Also sozusagen möglicherweise, wie Sie argumentieren, die Notwendigkeit noch bestand, erstmal die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Hätten Sie das EEG vor 10 Jahren für richtig gehalten? Das ist eine schwierige Frage, weil ich mich damals nicht damit befasst habe, ob ich es gut finde oder nicht. Ich versuche mal zurückzudenken in meine damaligen Denkweisen hinein. Ich wäre wahrscheinlich genauso kritisch gewesen wie heute und hätte immer weiter darauf gedrängt, möglichst internationale Lösungen herbeizuführen. Das heißt nun aber, dass ich schon auch heute pragmatischer anerkenne als damals vermutlich, wie eng die Rahmenbedingungen für die Politik sind und auf welche Widerstände man dabei stößt, gerade im internationalen Umfeld. Interessanterweise hat ja die Energiewende in der Bundesrepublik, die hat ja durchaus globale Effekte gehabt. Rainer Barker hat schon auf die massive Kostendegression hingewiesen bei Solar und Wind. Das heißt, wir haben entscheidend dazu beigetragen, überhaupt einen Massenmarkt zu schaffen, bei dem Economy of Scale dann zum Tragen kam und sehr rasche Produktivitätssteigerungen, sowohl in der Industrie wie im Wirkungsgrad der Technologien selbst, also Solarzellen und Windkraftwerke. Und wir haben darüber im Grunde überhaupt ein globales Pilotprojekt gestartet, was jetzt zunehmend aufgegriffen wird. Und zwar auch in den Schwellenländern aufgegriffen wird. Also das Ausbautempo erneuerbarer Energien ist dort ja inzwischen höher, vor allem in China, aber nicht nur, als in Old Europe. Also auch da kann man sagen, gibt es eine Wechselbeziehung zwischen nationaler Vorreiterrolle und der globalen Ordnung, auf die wir natürlich hinsteuern müssen. Also vielleicht darf ich noch mal ein bisschen was zur Geschichte sagen. Ist ja nicht so, dass wir diese Fragen in den 90er Jahren vor der Schaffung des EEGs nicht diskutiert hätten. Und ich bin gar nicht so weit weg von Ihnen, wie das jetzt vielleicht im Moment erscheint. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, wir müssen Prinzipien definieren und wir müssen abschichten. Mir wäre der Weg, das habe ich vorhin nicht ironisch gemeint, mir wäre der Weg der vollständigen Internalisierung, der vollständigen Haftung der Libere. Wir haben nur damals gesehen, in den 90er Jahren, dass wir null Chancen hätten, das hier durchzusetzen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das nicht ein heftiger Kampf wäre um die Reform des europäischen Emissionshandels. Wir müssen doch erkennen, dass da Interessen dahinter sind, weil nämlich diejenigen, die hier im Moment CO2-intensiv in Europa produzieren, sagen, in dem Moment, wo nur wir hier in Europa etwas tun, ruinieren wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeiten, die Produktion und damit die Jobs und die Wertschöpfung wandert ab. Das ist das Argument, das wir von vielen hören hier national, haben wir von der letzten Regierung auch aus dem Ministerium gehört, für das ich gegenwärtig arbeite,
Also das ist ja eine Realität, dass an dieser Stelle natürlich ökonomische Interessen hinter diesen Widerständen einer Reform des europäischen Emissionshandels stecken. Und wenn das so ist und wir wissen, dass wir an dieser Stelle Kompromisse machen müssen, man muss immer noch dafür kämpfen. Also der europäische Emissionshandel ist gegen Bundeskanzler Gerhard Schröder durchgesetzt worden. Es war ein harter Konflikt innerhalb der rot-grünen Koalition. Er ist gegen die gesamte Stromwirtschaft durchgesetzt worden, die damals auf den Barrikaden stand. All diejenigen, die heute sagen, der Emissionshandel ist doch das bessere Instrument, lass uns den nehmen, haben damals ihn mit heftigem Widerstand bekämpft, die Einführung. So, und wenn ich das alles so realisiere, dann weiß ich doch, ja, ich habe eine klare Orientierung, das ist die beste Lösung, aber wenn ich die nicht hinkriege, dann muss ich, wenn ich nicht die Ziele aufgeben will, zu anderen Instrumenten greifen. Und dass wir auch bei den anderen Instrumenten dann dieselben Prinzipien wieder anwenden müssen, auch da bin ich nicht weit weg von Ihnen. Da bin ich auch der Auffassung, ja, wir haben da unterschiedliche Phasen. Wir haben da beim EEG die Phase der Technologieförderung gehabt, die ist jetzt vorbei. Da müssen wir auch unseren eigenen Leuten sagen, das kann nicht funktionieren. Wir können nicht Energiewende machen, wo diejenigen, die in Zukunft die gesamte Stromproduktion übernehmen, keine Verantwortung für die Vermarktung ihrer Produkte haben. Wir können auch nicht in einer Welt von 30-40% erneuerbarer Energien die Preise immer noch vom Deutschen Bundestag im Konflikt oder im Konsens mit den Bundesländern entscheiden. Das geht nicht. Wir brauchen da mehr Wettbewerb. Also ich bin sehr für diese Abschichtung, aber ich bin auch sehr dafür, dass wir nicht uns eine ideale Welt malen und dann die zweiten und die dritten Instrumente dann wegschmeißen, weil sie eben nicht so gut sind wie die ersten. Deshalb bin ich der Auffassung, wir brauchen das EEG wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Wir müssen es reformieren. Wir werden auch andere Instrumente noch brauchen in anderen Bereichen, weil im Stromsektor läuft es ja einigermaßen. Ich mache mir viel mehr Sorgen um den Wärmesektor und vor allen Dingen um den Mobilitätssektor. Und viel Vergnügen mit der Einführung einer konsequenten Durchsetzung von Knappheitspreisen im Verkehrssektor. Ja? Also ich sehe schon die Schlagzeilen in bestimmten Zeitungen. Wenn der Spritpreis dann auf das Doppelte und Dreifache geht, dann wählen alle Grün, weil die mal versprochen haben, dass der Preis nur bei 4-5 D-Mark liegen würde, also 2,5 Euro. Weil wir reden nämlich dann über vollständig andere Preise. Ja? Also ja, diese Abschichtung, aber bitte mit Realitätssinn und wenn wir das nicht hinkriegen, nicht die Ziele aufgeben, sondern dann zu den anderen Instrumenten greifen. Das war jetzt ganz wunderbar, weil Sie gerade den nächsten Punkt, erstmal einen verdienten Applaus, mit angeschnitten haben, nämlich die soziale Komponente, die Sie auch mit ansprachen und die jetzt bei der Benzinpreisthematik ja auch mitschwingt. Wie kann man dieses Ziel vereinbaren, dass Knappheitspreise mich stärker treffen, wenn ich kein Geld habe und mir wahrscheinlich ziemlich egal sind, wenn ich unendlich viel Geld habe? Naja, verteilungspolitisch hat das EEG natürlich eine Schlagseite, relativ eindeutig. Weil also jetzt nicht nur EEG, aber es ist dann immer... Nein, aber es ist natürlich eine Bemerkung, die man da anknüpfen kann. Ja. Vielleicht sollte ich lieber zu dem, was Herr Füchs eben sagte, zur Verteilungsproblematik nochmal Stellung nehmen. Also er hat das ja schon in seinem Vorwort gesagt, deswegen habe ich die Bemerkung bei der Evaluation, der Kurzbemerkung zu den Arbeitsmarktreformen und dem Reformjahrzehnt aufgespart, weil ich dachte, da haben wir ein bisschen mehr Gelegenheit hier zu diskutieren. Also... die pauschale Behauptung, dass wir in Ländern leben, in denen die Schere immer weiter auseinandergeht, das stimmt einfach nicht. Wenn Sie sich die Bundesrepublik nehmen, schauen Sie sich die Zahlen an. Wir sagen das seit 3 Jahren. Wir haben mittlerweile endlich von denen, die die Daten auch produzieren, nämlich das DIW in Berlin, in den vergangenen Wochen eine Unterstützung bekommen, zum ersten Mal nach 3 Jahren, dass seit 2005 die Einkommensungleichheit nicht weiter angestiegen ist. Wir haben einen Anstieg in Westdeutschland, seit die Daten erfasst werden, seit Anfang der 80er Jahre. Also seither nimmt die Einkommensungleichheit in Westdeutschland zu bis 2005. Und wir haben einen Anstieg der Einkommensungleichheit seit der Wiedervereinigung für Gesamtdeutschland und auch für Ostdeutschland bis 2005. Und seither stagniert die Einkommensungleichheit. In 2005 haben wir die Trendwende auf dem Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung nimmt zu, die Arbeitslosigkeit geht zurück, damit dieses Jahr 2005 klar markiert ist. Es gibt verschiedene Trends, soziologische Trends kann man sagen, Trends in der Arbeitswelt, die dazu führen, dass die Einkommensungleichheit weiter ansteigt. Dass die also für sich genommen die Ungleichheit nach oben treiben. Das ist erstens die Zunahme der älteren Beschäftigten.
Und zwar nicht erst seit den Arbeitsmarktreformen, da haben wir auch einen höheren Anteil. Aber die Demografie schlägt hier unmittelbar durch. Es kommen ja weniger Jüngere nach, als Ältere im Arbeitsprozess sind. Wir haben bestimmte Schemata der Senioritätsentlohnung. Das heißt also, dort fächert sich die Lohnungleichheit alleine schon aufgrund des Alters. Das treibt für sich genommen die Einkommensungleichheit nach oben. Wir haben eine Zunahme der Ein-Personen-Haushalte, ebenfalls massiv. Und bei diesen Verteilungsrechnungen wird ja ein Haushaltskonzept angewendet. Das heißt, mehr Ein-Personen-Haushalte bedeutet automatisch in diesen Berechnungen, dass die Einkommensungleichheit zunimmt. Diese Trends sind über das Jahr 2005 hinausgegangen. Die hätten für sich genommen also die Einkommensungleichheit noch weiter nach oben treiben müssen. Haben sie aber in Deutschland nicht. Und zwar weder vor Eingriffen des Staates, also vor Steuern und Transfers, und erst recht nicht nach Steuern und Transfers. Was wir da feststellen, ist ganz einfach das, was Gerhard Schröder damals sagte. Sozial ist, was Arbeit schafft. Wir haben die Beschäftigung zunehmen gesehen, wir haben die Arbeitslosigkeit abnehmen gesehen und das hat im Wesentlichen dafür gesorgt, dass die Einkommensungleichheit stagniert hat und die ansonsten ungleichheitssteigernden Trends kompensiert wurden. Sie sind nicht überkompensiert worden, aber kompensiert worden. Und sagen wir manche die Vermögensverteilung. Muss ich natürlich jetzt gleich was dazu sagen, weil die ansonsten ja kommen, das ist ja klar. Ja? Bei der Vermögensverteilung schauen wir uns ein System an, das trotz aller Debatten der Vergangenheit immer noch ein relativ gut funktionierendes staatliches Rentenversicherungssystem hat. Das ist deswegen immer noch gut funktionierend, weil wir zu sehr bei dem Ersatz, den die Renten nachher bringen, auf das letzte Bruttogehalt schauen. Aber man muss natürlich aufs Nettogehalt schauen, was den Leuten bleibt. Und dann sind wir nachher nicht bei 42%, sondern sind deutlich drüber. Ja? Ganz eindeutig, weil wir relativ viele Abzüge beim Arbeitnehmer haben. Deswegen funktioniert dieses System immer noch, obwohl wir also im Zuge der Demografie das Rentenniveau etwas absenken werden. Wenn man sich anschaut, wo sind die Vermögensverteilungen besonders ungleich, dann sind das die USA, das ist die Schweiz, das ist Deutschland, das ist Dänemark, das ist Schweden, das sind die Niederlande, das ist Norwegen. Das sind Länder, die eigentlich auch relativ viel umverteilen. Aber wenn Sie genauer hinschauen, sind das vor allen Dingen, bis auf die USA, die das nicht hat, Länder mit einem gut funktionierenden Rentenversicherungssystem. Also bitte rechnen Sie doch bei der Rentenversicherung nicht, wie mein Kollege Raffelhüschen, immer nur die implizite Verschuldung, die Ansprüche, die beim Staat ankommen, sondern rechnen Sie auch auf der Gegenseite die Ansprüche, die die Bürger gegen dieses System haben. Das muss man in das Vermögen reinnehmen. Und wenn Sie das tun, ist die Vermögensverteilung in Deutschland nicht mehr so ungünstig, wie man das vorher gesehen aber hat. Aber bevor wir jetzt in eine Verteilungsdebatte ganz allgemein reinkommen, vielleicht können wir es spezifizieren auf die Frage, auf die Verbindung mit Ordnungspolitik und auch mit sagen, den ökologischen Instrumenten. Weil das ist ja, bleibt ja trotzdem die Frage, wie verhindert man, dass Eingriffe soziale Schieflagen auslösen oder unzureichend berücksichtigen? Bildung ist ein ganz zentraler Punkt, den hat der Füchs ja angesprochen. Das bezweifle ich nicht. Wir haben mittlerweile eine Situation, in der der Schulabschluss in wesentlich größerem Maße vom Schulabschluss der Eltern abhängt. Und das Entscheidende ist vor allen Dingen, wie die Selektion im Zeitablauf stattfindet. Während in der 5. Klasse Kinder, die aus einem Elternhaus mit Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss etwas mehr als ein Drittel ausmachen, sind das nachher in der 9. Klasse nur noch 19%. Das heißt, wir halbieren das innerhalb von 4 Jahren. Und da müssen wir uns überlegen, was in der Schule nicht stimmt. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Da können wir uns nochmal drüber Gedanken machen, ob denn die frühere Gymnasialempfehlung nicht vielleicht doch etwas Gutes war. Ja, aber auch darauf möchte ich auch nicht hinaus, sondern auf die Frage sozusagen, ob man das EEG, jetzt mal um dazu bleiben, ergänzen müsste um einen EEG-Sozialausgleich. Jetzt nur exemplarisch, ja, oder jede Art von Intervention. Nehmen wir die Erdölsubvention in den Entwicklungsländern, die ja unglaublich umweltschädlich sind, streiche ich die von heute auf morgen, was machen die Leute? Das wäre mein Punkt. Wie kann man das? In den Entwicklungsländern haben sie ein ähnliches Problem wie in Griechenland, dass sie nicht richtig besteuern können. Dass also die Durchsetzung des Besteuerungsanspruches unglaublich schwierig ist. Das Problem haben wir in Deutschland nicht. Wir können umverteilen über das Steuertransfersystem und wir können mit berücksichtigen, welche Situation die Haushalte haben, wie ihre Einkommenssituation ist und entsprechend versuchen, über Transfers auszugleichen. Aber wir sollten nicht hingehen und dann in dem Preismechanismus, den wir versuchen zu korrigieren im EEG, eine Sozialkomponente einführen. Das nehme ich direkt auf. Ja, aber das ist mitdiskutiert worden in der Öffentlichkeit. Also Herr Barke, wäre das ein Vorschlag für die nächste Novelle aus Ihrem Ministerium, zu sagen, wir schauen uns mal genau an, welche Verteilungswirkungen die verschiedenen Instrumente haben und dann kompensieren wir das?
Nein, ich glaube, wir sollten dafür sorgen, dass Wettbewerb eingeführt wird, weil wenn wir Wettbewerb haben, dann hat ja jeder dieselbe Chance, sich daran zu beteiligen. Ich höre das, ja natürlich, also gerade bei den erneuerbaren Energien. Also ich sage das ganz aus voller Überzeugung, ich kenne kein anderes Stromsystem auf der Welt, das so dezentral ist wie das deutsche. Das betrifft nicht nur die Verteilung der Anlagen, sondern es betrifft auch die Verteilung der Akteure. Ungefähr die Hälfte der installierten Kapazität erneuerbare befindet sich in der Hand von Privatpersonen und Landwirten. Das kenne ich nirgendwo sonst auf der Welt. Also es ist extrem, bitte? Nee, natürlich nicht. Ich wollte ja jetzt gerade zu dieser Frage kommen, ob da eine Verteilungswirkung ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir mal hier eine heftige Debatte in Deutschland hatten, Staatsverschuldung ist Umverteilung. Weil diejenigen, die Geld haben, haben dann die Möglichkeit, hohe Zinsen zu verdienen. Damals hatten wir ja noch andere Zinsen. Ja, das natürlich. Ich rede jetzt hier von den 80er Jahren, als diese Debatte stattfand. Und wenn man da mal genau hinguckt, dann fand ich diese These eigentlich immer falsch. Weil, warum hat jemand die Möglichkeit, Zinsen aus staatlicher Verschuldung zu erwirtschaften? Ja, weil er Geld hat. Also entweder hat er es geerbt, oder er hat auf Konsum verzichtet, oder er hat ein hohes Einkommen, aber er kann Geld anlegen, weil er es vorher entweder bekommen hat oder verdient hat und nicht, weil die Staatsverschuldung da ist. Das heißt, der Umverteilungseffekt wäre höchstens dann gegeben, wenn über die Staatsverschuldung sich ein höherer Zinseffekt eingestellt hätte. Und das ist beim EEG genau derselbe Mechanismus. Warum sind die Leute in der Lage, Geld anzulegen in erneuerbaren Anlagen? Nicht, weil es EEG gibt, sondern weil sie Geld haben, das sie anlegen können. Und wenn sie es nicht im EEG anlegen, nicht für die Photovoltaikanlage, die Windkraftanlage oder die Biomasseanlage, dann würden sie es natürlich nicht wegschmeißen, sondern sie würden es in eine andere Anlageform machen. Das heißt, der Umverteilungseffekt kann nur darin bestehen, dass möglicherweise im Bereich des EEGs es Sonderrenditen gegeben hat, die höher waren als das, was man alternativ damit machen könnte. Da bin ich Bayern. Und das haben wir ja gesehen in der letzten Legislaturperiode. Da hat sich ja sozusagen die EEG-Umlage verdoppelt, weil da technologische Entwicklungen passiert sind und die Politik nicht hinterhergekommen ist. Ja, jedes Mal, wenn dann plötzlich da 7,5 GW PV da waren, hat die Politik die Bremse gesucht, ist aufs Gaspedal abgerutscht, nächstes Jahr nochmal 7,5 und dann wieder versucht und nochmal 7,5, bis sie dann endgültig die Bremse gefunden haben. In dieser Zeit sind Sonderrenditen entstanden, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Da verdienen sich Leute jetzt noch gutes Geld die nächsten Jahre, weil die Zusagen ja immer für die 20 Jahre gemacht worden sind. Okay, das war ein Fehler der Politik. Der wird aber jetzt sich nicht fortsetzen. In diesem Bereich arbeiten wir jetzt, bei den Freiflächenanlagen haben wir das ja jetzt schon einmal durchexerziert, mit Ausschreibungen, Wettbewerb. Und wir werden 2017 auch bei den anderen Technologien auf Wettbewerb umsteigen. Das ist erforderlich. Und dann kann sich jeder daran beteiligen. Und dann sehe ich nicht, dass wir da noch irgendeine Umverteilungsdiskussion führen müssen, weil wenn wir Wettbewerb haben, haben wir Chancengleichheit. Herr Füchs? Dann, ja. Fragen? Ja. Ja, guten Tag. Wie ist mit diesem Namen? Ich mache seit 30 Jahren Photovoltaik, hatte einen mittelständischen Betrieb mit knapp 100 Beschäftigten, 100 Millionen Euro Umsatz in der Spitze. Und jetzt kämpfen wir ständig ums Überleben mit gerade mal 10 Leuten. Und das EEG, die EEG-Reform, die war völlig kontraproduktiv für die ganzen Solarunternehmen und auch für die Investoren. Mittlerweile ist es so, dass praktisch die Photovoltaik dazu beiträgt, die hat in der Vergangenheit ein irrsinniges Investitionsvolumen geschaffen von, Sie haben es vorhin gesagt, bis zu 7 Gigawatt im Jahr. Und aktuell dümpeln wir rum bei 1,5 bis 2 vielleicht. Die Ziele sind vorgegeben mit 2,5 Gigawatt, das wird man wahrscheinlich gar nicht erreichen in diesem Jahr. Was ich nicht verstehe, die Photovoltaik, die könnte weiterhin ein Wachstumsmotor sein und Milliarden von Investitionsvolumen generieren, aber die Politik macht Folgendes. Sie protegiert zum Beispiel Offshore-Wind,
mit 6,5 Gigawatt Ausbauziel, die Photovoltaik und Onshore-Wind, die den Strom für die Hälfte produzieren können, die wird gedeckelt. Wo ist da der Markt? Dann ist in der, vor wenigen Jahren hat man Mindestpreise eingeführt. Die sind 30-40% teurer als die Weltmarktpreise. Das heißt, das ist die andere Schere, wo man unter Druck ist. Ja. Da wollte man die deutsche oder die europäische Solarindustrie schützen. Die gibt es überhaupt nicht mehr. Die ganzen Firmen in Deutschland, allein in Deutschland, sind nur in der Photovoltaikbranche 2500 Firmen vor die Hunde gegangen, sind Insolvenz. Und die meisten sind da verschwunden. Ja. 70.000 Arbeitsplätze hat man da einfach aufgegeben. Ja. Und da war so viel Know-how da. Und jetzt kaufen sich die Asiaten für Appi und Ei diese insolventen Firmen zusammen, holen sie das Know-how und fertigen hier aber trotzdem nichts. Und das ist doch alles ein Wahnsinn, was ihr da macht. Ich will. Punkt ist da. Dann geht es weiter mit den Offshore-Wind. Ja. Wir sollen die Trassennetze. Wer zahlt eigentlich die Trassen? 22 Milliarden wird gesagt in der Welt. Da ist eine bestimmte Skolinke-Zeitung, kosten die Trassen. Wer zahlt die? Das würde mich mal interessieren. Und wer macht eigentlich Gesetze? Wie viele Milliarden muss man haben, dass man zum Beispiel Gesetzestexte vorschreiben kann? Wie zum Beispiel diese Agora-Gruppe. Ja. Wer steckt hinter dieser Agora-Gruppe? Das würde mich auch mal interessieren. Also, wir lassen jetzt mal Herrn Barke. Ja, aber die schreiben die Gesetze vor. Das wissen die Leute bloß nicht. Wir lassen Herrn Barke jetzt mal, vielen Dank, zu Wort kommen. Ich habe den Punkt verstanden. Und also, antwortet das, ist ja das, was ich vorhin vielleicht ein bisschen kurz beschrieben habe. Wir haben 3 Jahre hintereinander eine Explosion der PV-Installation in diesem Land gehabt. 3 Jahre hintereinander 7,5 Gigawatt. Das war jedes Jahr 50% des Weltmarktes, der allein hier in Deutschland installiert worden ist. In dieser Zeit haben sich die Kosten, die Differenzkosten des EEGs verdoppelt. Das ist die letzte. Ich habe Ihnen gerade sehr zufällig, sehr geduldig zugehört. Ich bitte um das Gegenteil auch. So, nachdem diese Erfahrung gemacht worden ist, hat die Politik letzte Legislaturperiode hart auf die Bremse getreten und hat das Gegenteil bewirkt. Es gab eine Blutspur, die sich durch die ganze PV-Industrie gezogen hat. Wir wollen solche Entwicklungen nicht mehr. Deshalb haben wir jetzt einen Korridor definiert und Instrumente, dass wir innerhalb dieses Korridors bleiben. So. Und mit der letzten EEG-Novelle, auch wenn das ja viele einfach nicht hören wollen, die letzte Regierung hat so hart bei der PV eingegriffen, weil sie nicht mehr diese Entwicklung wollten, dass wir mit der letzten EEG-Novelle 2014 die Konditionen für PV nur verbessert haben. Nur verbessert haben. Wir haben die Basisdegression halbiert, wir haben Zuschläge gegeben für die Direktvermarktung und einige andere Details auch. Trotzdem ist die Entwicklung so, wie Sie sie gerade schildern, im Bereich der kleineren Anlagen gibt es einen starken Rückgang und wir haben die 2,5 Gigawatt in 2014 nicht erreicht und werden sie wahrscheinlich auch 2015 nicht erreichen. Deshalb gibt es ja den Mechanismus, dass das wieder hochgeht. Und wenn wir umsteigen in Zukunft auf Ausschreibung, dann heißt Ausschreibung natürlich Mengensteuerung. Ausschreibung heißt, dass Sie das Ziel, wenn Sie ein gutes Ausschreibungssystem haben, erreichen. Wenn Sie 2,5 Gigawatt ausschreiben, dann kriegen Sie auch Angebote für 2,5 Gigawatt. Die indirekte Steuerung, dass Sie einen Einspeisetarif haben, wo Sie nicht wissen, wie viel hinterher kommt, die werden wir ablösen in Zukunft mit den Ausschreibungen. Und bei den Freiflächenanlagen haben wir es gerade gemacht. Da werden jetzt 600 Megawatt ausgeschrieben und nach meiner Einschätzung werden die auch alle kommen. Ja, vielleicht kann man diese Debatte dann nachher fortsetzen. Ich würde mich jetzt gerne zu noch weiteren Fragen. Sie hatten sich gemeldet. Ich sammle jetzt einfach mal Sie drei. Ja? Und kommt. Vor allem aus stadt- und kommunalpolitischer Sicht und aus den sozialräumlichen Effekten. Und ich muss sagen, also ich war starke Unterstützerin aller rot-grünen Reformen, aber mich hat die Finanzmarktkrise und ihre Auswirkungen vor allem auf die Kommunen und auf das nicht nur soziale, sondern sozialräumliche Auseinanderdriften, was wir erleben, wobei es Deutschland ja immer noch sehr gut geht, doch enorm ins Grübeln gebracht. Und ich fand Ihren Vortrag, der war zu sehr so, dass ich den Eindruck hatte, all diese Folgen haben Sie gar nicht wahrgenommen. Und ich will wenigstens
zwei oder drei nennen. Das eine ist die Finanzmarktspekulation, die wir in einer Stadt, nicht nur wie in Berlin, sondern in allen europäischen Großstädten in einer dramatischen Form erleben, mit dramatischen sozialen Auswirkungen. Das zweite ist ganz schlicht die von Eucken damals so angemerkte Monopolisierung. Ich sage mal ein ganz schlichtes Beispiel: Im Einzelhandel haben wir eine Monopolisierung, dass es eigentlich nur noch kartellrechtlich darum geht, ob Edeka jetzt hier, also erstens haben wir schon 85%, die kartellrechtlich eigentlich an der Monopolisierungsgrenze sind, und zweitens geht es jetzt nur darum, kriegen wir also die Übernahme von Kaisers Tengelmann durch Edeka mit Ministererlaubnis, weil das Kartellamt sie zu Recht zurückgelehnt hat, weil es kartellrechtlich eigentlich gar nicht mehr zulässt. Ist. Ich hätte mir gewünscht, dass also Sie als Vertreter des Eucken-Instituts zu diesem Thema der Monopolisierung und Anonymisierung der Wirtschaftsprozesse dazu gesagt hätten, weil in dem ich sehe mehr das Problem, dass der Markt von den Marktmonopolen und Oligopolen im Endeffekt so bedrängt wird, dass wir gar keinen richtigen Wettbewerb in einigen Bereichen, das ist sehr unterschiedlich, gar nicht mehr haben. Und letzter Satz, der ist mir wichtig für die grüne Diskussion. Ich sehe eine zunehmende Schwächung der vor allem der kommunalen Ebene und der öffentlichen Ebene, die kann das alles nicht mehr kompensieren, was im Endeffekt von dieser vermachteten Marktwirtschaft als Problem aufgehäuft wird und ist ständig am hinterher kompensieren und kann auch die räumlichen Veränderungen nicht mehr steuern. Von daher ist das für mich eine zentrale Frage, wie wirkt sich das auf das Staatswesen aus? Okay. Ich sammle erstmal nochmal zwei, weil das... Ja, Michael Merkel, ich möchte von dem EEG jetzt mal weggehen, obwohl ich über diese Verteilungsgeschichten ganz gerne diskutieren würde, aber das geht auf die Kürze und so schnell hier nicht. Ich möchte einen anderen Punkt kurz ansprechen. Sie haben zwei Themen noch aufgerufen, einmal Geldpolitik, einmal Verantwortung. Und bei der Geldpolitik haben Sie gesagt, also es gibt keine inflationären Wirkungen und Sie bezweifeln auch stark, dass es die gibt. Und das teile ich nicht. Meines Erachtens gibt es eine massive Asset-Inflation. Ich weiß, der Begriff, den habe ich mir so ausgedacht, aber Sie wissen, was ich damit meine. Also nicht alle Besitztümer, aber eben diejenigen, die wie Immobilien, Aktien und Ähnliches. Und die führt unter anderem dazu, dass tatsächlich die Vermögensspreizung auch entsprechend zunimmt. Und man merkt das auch, dass in den Ländern, in denen die billige Geldpolitik vorhanden ist, eben genau die Länder sind, bei der die Spreizung auch besonders auseinandergeht. Und bei der Verantwortung hätte ich mal eine ganz andere Frage, nämlich wie wäre es denn, wenn man auch noch eine Verantwortungsebene einführt, in der die handelnden Politiker ein Stück weit zur Rechenschaft gezogen werden. Sie können sie abwählen. Okay, jetzt Herr Feld zu den Themen, das ging direkt an Sie, Vermachtungsprozesse, Geldpolitik. Ja, vielen Dank. Also dann haben wir die Möglichkeit auch nochmal zur Währungspolitik zu diskutieren. Da habe ich auch auf Herrn Füchs noch nicht antworten können. Herr Schieritz ist schon ein guter Podiumsleiter. Der sorgt dafür, dass es alles in geregelten Bahnen geht. Man hat kaum eine Chance, nochmal zwischendurch dazwischen zu rufen. Jetzt können Sie. Das ist eigentlich ein Lob, Herr Schieritz, weil ich habe das an anderen Podien noch anders überlebt. Also erstens zur Monopolisierung, zum Thema Monopolisierung. Ich habe das nur kurz angerissen, weil natürlich in 20 Minuten nicht so viel Zeit bleibt. Gehen Sie morgen zu Herrn Zimmer und stellen Sie ihm all diese Fragen nochmal. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie gerade beim Einzelhandel feststellen müssen, dass die Preisentwicklungen, die wir in Deutschland gehabt haben, eigentlich eher ein Beleg für den sehr intensiven Wettbewerb in diesem Bereich ist. Also gerade wenn Sie sich das angucken, wir sind, ich will nicht sagen eine Preisinsel, aber wir sind fast dran. Ja? Die Preisentwicklungen in anderen großen europäischen Ländern, auch in vielen kleineren europäischen Ländern, der Güter, die über den Einzelhandel abgewickelt werden, sind wesentlich ungünstiger, als das in Deutschland der Fall ist. Also für mich gilt immer noch als Beschreibung der Situation in Deutschland das, was wir früher als Werbeslogan hatten, Geiz ist geil. Das ist immer noch das dominierende Prinzip.
Und deswegen will ich jetzt nicht einer Fusion von Edeka, Kaisers, Tengelmann das Wort reden. Das will ich nicht machen. Das sollen die Behörden entscheiden. Ich weiß nicht, ob man der Ministererlaubnis tatsächlich die unterstützen sollte. Aber was wir in der Vergangenheit haben, waren sicherlich keine Monopolisierungstendenzen. Bei der Frage steht jetzt an, bringt das eine marktbeherrschende Stellung in bestimmten Regionen oder nicht? Aber in der Vergangenheit war das nicht der Fall. Zum Zweiten zur Geldpolitik. Also erstens, ich habe permanent seit 2011 immer wieder darauf hingewiesen, dass die hohe Liquidität Inflationspotenzial bietet. Und zwar dann, wenn das Bankensystem anspringt und die Liquidität nutzt in der Kreditvergabe, dann steigt nämlich auch die Geldmenge und dann werden wir relativ rasch auch in stärkere inflationäre Entwicklungen kommen. In den jeweils betroffenen Ländern, die von der Finanzkrise besonders negativ betroffen waren. Also Sie können nicht sagen, ich sehe keine Inflationsgefahren. Das ist das Erste, was ich, glaube ich, klarstellen muss. Das Zweite, wir schauen sehr akribisch auf die Frage, gibt es denn die Vermögenspreisinflation, die Sie ansprechen? Bei der Entwicklung auf den Aktienmärkten kann das sein, aber das wissen wir eigentlich nie, weil da sehr viel Spekulation drinsteckt in den Aktienmärkten. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja, wenn jetzt nur die Aktienmärkte crashen, dann kriegen wir das in aller Regel noch besser gelöst als alles andere, was wir in der Finanzkrise beobachtet haben. Nämlich wenn die Immobilienmärkte runtergehen und die Banken dranhängen, dann kommt das Bankensystem in Schieflage. Wenn die Aktienmärkte runtergehen, dann werden die Eigenkapitalbesitzer weniger Vermögen haben und wir haben nachher eine gleichere Vermögensverteilung. Also da bin ich ein bisschen härter gegenüber denen, die auf den Aktienmärkten investieren und vielleicht in eine Spekulationsblase reinrennen. Ich denke, dass das immer ganz gut bewältigbar ist, gerade auch mit den geldpolitischen Instrumenten. Was gilt für die Immobilienmärkte? Wir haben in manchen Städten Preissteigerungen in Deutschland, die enorm sind. Also im hochpreisigen München immer noch zweistellige Wachstumsraten der Immobilienpreise. Das ist enorm, aber ich würde nicht die Entwicklung in einzelnen Städten und einzelnen Lagen bestimmter Städte schon als Indiz für eine Vermögenspreisblase in Deutschland hinnehmen oder beziehungsweise Immobilienpreisblase in Deutschland hinnehmen wollen. Zwar ist das so, dass wir in den USA auch in Ballungsräumen diese Preissteigerungen hatten und nicht flächendeckend für die gesamte USA, bevor diese Blase geplatzt ist. Aber wir haben bestimmte Mechanismen in Deutschland, die dem entgegenwirken. Erstens gibt es die Möglichkeit der Entnahme nicht. Das heißt, Sie können Ihre Immobilien nicht mit 120% finanzieren, sondern 80%, vielleicht 90% im Moment, weil das Geld so locker sitzt, aber über die 100% kommen Sie nicht. Das ist schon mal wichtig, weil das die Kreditvergabe in dem Bereich etwas dämpft und wir von daher schon weniger anfüllen haben, dass nicht weiter nach oben getrieben wird. Zum Zweiten sehen wir in den vergangenen Jahren steuerliche Maßnahmen, nicht darauf abzielend, die Immobilienpreise zu senken, aber in der Wirkung dann doch entsprechende dämpfende Wirkungen habend, nämlich den Anstieg der Grunderwerbsteuer, die wir in den verschiedenen Bundesländern beobachten dürfen. Die hat sich in manchen nahezu verdoppelt. Also wir haben 4-5 Länder, die von 3,5 auf 6 hochgegangen sind, auf 6,5 hochgegangen sind, Prozent. Das ist schon auch eine Dämpfung des Marktes und wird dazu führen, dass wir weniger Transaktionen haben und dann letztlich auch die Preise nicht so schnell hochgeschaukelt werden können. Und was wir bisher nicht sehen, wir sehen bislang noch nicht in den Zahlen, dass die Immobilien, die Hypothekarkredite massiv nach oben gehen aus Spekulationsgründen, also in der Hoffnung, dass die Preissteigerungen auf den Immobilienmärkten weiter anhalten. Sobald das der Fall ist, und wir gucken wirklich auch die Monatszahlen immer nochmal an und tauschen es entsprechend aus, die Bundesbank macht das ja auch, sobald es der Fall ist, müsste man gegensteuern mit makropotentiellen Möglichkeiten, die ja in der Bankenunion gestärkt worden sind. Also mit anderen Worten, wir haben meines Erachtens bei aller Vorsicht der Betrachtung keine Vermögenspreisinflation in Deutschland bislang. Also keine, gegen die wir gegensteuern müssten. Zum Thema Verantwortung, Herr Merkel, naja gut, mit den handelnden Politikern, also die können abgewählt werden und manchmal ist das schon härter. Ich sehe viele Wirtschaftsführer, die dann, wenn sie aus dem Management, aus dem Vorstand rausfliegen, bei einer anderen Firma im Vorstand anheuern, obwohl sie das vorherige Unternehmen viel Geld gekostet haben. Und ich bin zwar kein
großer Unterstützer von Herrn Mappus gewesen, aber den hat es schon ziemlich hart getroffen am Ende. Ja? Also ich glaube, da muss man die Haftung nicht noch weiter treiben als über das hinaus, was wir jetzt schon haben. Es gibt ja auch gewisse strafrechtliche Haftungsverfahren, die unter bestimmten Umständen angewendet werden können. Und ich glaube, dass man das mal so belassen soll. Wenn Sie auf die europäische Ebene schauen, dann muss das jedes Land für sich ausmachen. Ich glaube, wir können jetzt nicht auch noch den Griechen vorschreiben, dass sie ihre Politiker bestrafen. Der Punkt, den Herr Füchs eben aufgeworfen hat, den muss ich nochmal bei der Währungspolitik ansprechen. Das ist ein Punkt, bei dem ich heftig widerspreche. Denn das, was wir in den vergangenen Jahrzehnten, jetzt nicht nur seit 2007, an Finanzmitteln zur Investitionsförderung in die südeuropäischen Länder geschossen haben, ist ein Vielfaches dessen, was Deutschland im Marshallplan gekriegt hat. Das sind riesige Summen, die reingegangen sind. Schauen Sie sich die Flughäfen an, schauen Sie sich die Autobahnen an. Ich habe keinerlei Hoffnung, dass wir mit solchen Förderungen irgendetwas erreichen. Und die Idee, nun von hier aus auszumachen, was da unten in den jeweiligen Ländern ein tragfähiges Geschäftsmodell wäre, also das ist sehr, sehr verwegen meines Erachtens. Nein, Wachstum, nachhaltige Wachstumsprozesse kommen hier nicht durch weitere Injektionen zusätzlicher Finanzmittel von außen, sondern sie kommen durch die Regulierung der Produktmärkte im Wesentlichen, das ist der Hauptpunkt, und der Arbeitsmärkte zweitens. Griechenland hat das bisher nicht fertiggebracht, aber wir haben viele positive Zeichen in Spanien, in Portugal, in Irland sowieso, weil das von vornherein schon ein sehr flexibler Arbeitsmarkt war. Da würde ich auch nicht sagen, dass diese Politik gescheitert ist, sondern wir sind in der Reformpolitik auch wegen dieser in nationaler Verantwortung durchgeführten Reformen ein gutes Stückchen weitergekommen. Und ich denke, dass man das in Griechenland genauso braucht. Herr Füchs, jetzt sind Sie angegriffen worden. Ja, bei Griechenland stehen wir doch aktuell vor dem Dilemma, dass die Wirkungen der Reformvorschläge oder der Forderungen, die jetzt die Kreditgeber an die griechische Regierung richten, zu einer weiteren Kontraktion der griechischen Volkswirtschaft führen würde. Sehe ich nicht. Wir hatten letztes Jahr eine günstige Entwicklung. Die Kontraktion, die wir im Moment beobachten, ist auf den Regierungswechsel zurückzuführen. Das ist schon richtig, dass die griechische Regierung mit dazu beigetragen hat, Investoren oder Investitionen zu verschrecken und eine enorme Unsicherheit ausgelöst hat, die dann zu einer sagen Abbruch von wirtschaftlicher Entwicklung geführt hat. Aber wenn Sie sozusagen die haushaltspolitischen sagen, Vorschriften nehmen und die Forderungen im Hinblick auf Kürzungen von Renten, sagen Erhöhung von Mehrwertsteuer, das wird ja alles erstmal auf eine Reduzierung von Kaufkraft sagen, rauslaufen in einer Situation, in der die Ökonomie sich in einem bereits Rezession befindet, also wo sie eher prozyklisch sagen, nochmal dort intervenieren. Ja, das ist die Frage der Diagnose, die wir da haben. Es ist nicht ein Nachfrageproblem, das in Griechenland existiert. Und wenn Sie nun, wenn Sie jetzt nun auf der anderen Seite Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin verlangen von Griechenland, dann ist das ja nur erstens nur ein Teil der Geschichte, denn die Strukturreformen, die wir verlangen, sind wesentlich tiefgehender. Und zweitens wird das in so einer Lage, in der wir sind, in der die Investoren überhaupt nicht bereit sind zu investieren, nichts ändern. Sie können die Kaufkraft der Rentner erhalten und es kommt kein einziger Investor zurück. Und das ist das entscheidende Wachstumsproblem, das wir da haben. Ich spreche nicht gegen Strukturreformen, das ist keine Frage. Dass Griechenland, sagen, marode ist, angefangen von einer fehlenden Steuerverwaltung bis hin zu der endemischen Korruption, ist sagen, und dass die Arbeitsmärkte da hochkartelliert sind, dieser ganze Klientelismus, der sich da eingeschliffen hat über Jahrzehnte, da bin ich voll sagen, bei Ihnen. Also ohne strukturelle Reformen kommt das nicht auf die Beine. Aber wir brauchen doch jetzt eine Kombination zwischen dieser Art von sagen, Strukturreform und kurzfristigen Anreizen, die dazu führen, dass dort die Konjunktur wieder auf die Beine kommt. Jetzt mache ich von meinem regelbasierten Ansatz wieder gebraucht. Wird nicht funktionieren. Also keinesfalls. Die Zeit ist mir schon weit fortgeschritten. Ich glaube, wir haben noch zwei oder drei Fragen gesehen, die würde ich bitte ganz kurz sammeln und dann nochmal eine Runde. Ja. Danke. Dorothee Schulte-Baster. Als Referentin für Sozialpolitik hier im Haus bin ich Ihnen, Herr Schieritze, ganz dankbar für das Beharren auf dem, was Sie EEG Sozialausgleich genannt haben, und möchte da doch nochmal nachfragen, weil
mich die Antwort Wettbewerb ist, wer Wettbewerb hat, hat automatisch Chancengleichheit einfach nicht überzeugt. Zumal gerade ja untere Einkommensgruppen von dem Wettbewerb gerade auf dem Strommarkt gar nicht profitieren. Zum Beispiel Menschen in einer Privatinsolvenz mit Schufa-Einträgen haben gar nicht die Möglichkeit, sich sozusagen den günstigsten Anbieter rauszusuchen, sondern müssen beim lokalen Anbieter verbleiben. Also da wäre ich doch dankbar, wenn da vielleicht noch von Herrn Feld oder auch von Herrn Barke vielleicht doch noch das eine oder andere Instrument genannt werden könnte. Dankeschön. Okay. Jetzt habe ich Iris den Kopf da und dann. Nee. Bitte kurz. Christian Kopf von Spinnaker Capital. Herr Feld, im Zentrum des Denkens von Eucken steht ja eine etwas romantische Vorstellung des Marktes, Stackelbergscher Prägung, dass wenn nur die Rahmenordnung richtig gestellt wird und Konzentration von Macht eingedämmt wird, der Markt automatisch zu einem Allokationsgleichgewicht drängen wird und seine segensreiche Wirkung entfalten wird. Jetzt haben wir seit Eucken ja einige Jahrzehnte wissenschaftlicher Forschung, angefangen mit Hayek, die das in Frage stellen. Und wir haben seit Kurzem auch die Erfahrung der weltweiten Finanzkrise, die gerade gezeigt hat, dass der Markt nicht, auch wenn man ihn alleine lässt, zu einem solchen Gleichgewicht drängt und das evolutorische Marktgeschehen andere Qualitäten entfaltet. Es gibt Blasenwirkungen, Übertreibungen, permanente Enttäuschung von Erwartungen. Es gibt einen Entdeckungsprozess, der mit vielen Enttäuschungen verbunden ist. Inwieweit kann Eucken heute überhaupt noch dienen als Leitlinie für Wirtschaftspolitik? Klare Frage. Okay, jetzt noch eine dritte Frage. Ich gehe jetzt leider der Reihe nach vor, sonst. Ja, bitte. Ja, Peter Selin ist mein Name. Ich wollte die These noch mal aufgreifen, die ganz am Anfang von Ihnen, Herr Feld, genannt wurde. Ordnungspolitik ist nicht Ordnungsrecht, haben Sie gesagt. Ich sehe das ein bisschen anders. Also das Wettbewerbsrecht, das Fusionsrecht sind Rahmenbedingungen, aber es sind rechtliche Rahmenbedingungen. Und auch die Kfz-Steuer ist eine Rahmenbedingung. Und auch die Frage der Ausgestaltung der Kfz-Steuer, um das Beispiel mal zu nehmen, ob sie nach Emissionswerten gestaffelt ist und so weiter. Das heißt, dieses Gedankengut der Gestaltung ist im Prinzip gar nicht hier voll ausgesponnen worden, wie das regulatorisch gegriffen werden kann. Das fiel mir auf. Und das Zweite ist auch nochmal, wie soll man sagen, das Weltbild von Herrn Eucken. Das durchzieht auch Ihr Gedankengebäude. Güter und Arbeitsmarkt setzen Sie gleich in Ihrem wirtschaftspolitischen Bild. Aber Arbeitsmärkte haben ja nun auch einen sozialpolitischen, wie soll man sagen, Verantwortung. Also es geht um die Frage Mindestlöhne oder Tariflöhne, wenn das als Mindestlohn begriffen wird, dann braucht man eben sehr starke Tarifpartner, um Mindestlöhne durch Tarif herzustellen. Und das Denken, was Sie eben für Griechenland angedeutet haben, war ähnlich. Da sind schon 30% der Löhne gesunken und die Renten sind gekürzt. Und Sie fordern im Prinzip, dass es noch tiefer geht, damit es die Investitionen anspringen. Das ist, glaube ich, doch ein sehr kritisches Weltbild, wenn man auf so einen Staat und die Bevölkerung in Griechenland guckt. Ja. Und dass die soziale Verantwortung in ihrem ordnungsrechtlichen Denken, die kann ich noch nicht so richtig erkennen. Vielen Dank. Wir fangen mit der Frage an Sie an zum Thema Soziales und Energiewende. Wir haben ja vorhin über zwei unterschiedliche Themen gesprochen. Einmal geht es um den Stromkunden, der Strom kaufen möchte und seit einigen Jahren das jetzt im Wettbewerb tun darf. Wenn man also hier in Berlin zum Beispiel schaut, dann hat man, ich glaube, um die 100 Anbieter, zwischen denen man wählen kann. Und die Preisunterschiede sind gigantisch. Also 200, 300, teilweise sogar 400 Euro. Und ich frage mich immer, warum die Leute bei den teuren bleiben. Sie haben völlig recht, es gibt einige, die haben die Möglichkeit nicht, weil sie unter dem Gesichtspunkt Kreditwürdigkeit eben keine Verträge kriegen. Dieses Problem zu lösen, ist nicht Aufgabe der Energiepolitik, sondern Aufgabe der Sozialpolitik. Zu glauben, dass man das mit Energiepolitik machen könnte, ich glaube, das führt in die Irre. Ich halte auch diesen Begriff Energiearmut für völlig verfehlt. Wir haben auch keine Mietenarmut.
Wir haben Leute, die können mit ihrem Einkommen die Mieten für eventuell nicht bezahlen und die Stromrechnung eventuell nicht bezahlen. Das ist aber nicht jetzt wegen Energiepolitik oder das ist nicht die Aufgabe der Energiepolitik, das zu lösen. Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir, und das ist jetzt wirklich, finde ich, die zentrale Aufgabe, vor der wir stehen, dass wir jetzt bei dem Umbau Richtung erneuerbare Energien dafür sorgen, dass es so effizient wie möglich zugeht, damit eben an dieser Stelle am Ende dann auch bezahlbare Preise dabei rauskommen und wettbewerbsfähige Preise. Das finde ich zentral. Aber Sozialpolitik über Energiepreise, davon halte ich nichts. Und was denn die Einkommensmöglichkeit jetzt bei Investoren, bei Investitionen in erneuerbare Energien betrifft, nochmal. Das, was wir jetzt hier seit 2000 haben, das kenne ich nirgendwo sonst auf der Welt. Diese breite Beteiligungsmöglichkeit, die gibt es sonst nirgendwo. Und es ist ja nicht so, dass der Vermieter keine Möglichkeit hätte, zum Beispiel in PV zu investieren. Selbstverständlich können Sie das als Vermieter, als Mieter. Selbstverständlich. Es gibt unzählig viele Angebote, wo man in Genossenschaften und in anderen Formen in erneuerbare Anlagen investieren kann. Und jeder kann davon Gebrauch machen. Und wo ich sehr dafür bin, ist, dass wir Überförderung abbauen. Ich bin mit Herrn Feldmann einer Auffassung gewesen. Wir haben Überförderungen gehabt. War manchmal politisch ein bisschen schwierig, diese Überförderung abzubauen. Wenn ich so an die Debatten auch im letzten Jahr denke, die haben wir nicht nur bei PV gehabt, die haben wir auch bei bestimmten Windkraftanlagen im Norden gehabt. Das haben wir mal jetzt schon gemacht. Jetzt reden wir eher von dem Problem, dass es vielleicht ein bisschen zu viel gewesen ist in der Vergangenheit bei PV. Das finde ich ja richtig. Deshalb haben wir es ja auch ein bisschen weniger gemacht. Aber wir werden an dieser Stelle in Zukunft auf Wettbewerb umstellen. Und wenn wir auf Wettbewerb umstellen, dann ist das, glaube ich, aus dieser Sicht kein Thema mehr. Es kann dann keine Überförderung mehr geben, weil im Wettbewerb werden sich dann halt die Preise rausbilden, die Leute bereit sind, zu bezahlen beziehungsweise für die zu investieren. Und ich finde, man kann von Eucken und man kann auch von Hayek eine Menge lernen. Und ich glaube, beide haben nie gesagt, laissez-faire. Das haben die nie gesagt. Sondern die haben immer gesagt, wir brauchen einen guten Rahmen, weil nur in einem guten, intelligenten Rahmen kann sich überhaupt Wettbewerb entwickeln. Können wir verhindern, dass es Monopolstrukturen gibt, wirtschaftlicher Macht, die sich immer auch dann natürlich am Ende in politische Macht übersetzt. So habe ich die beiden jedenfalls verstanden. Das heute anzuwenden mit einer klaren Orientierung, dass wir sagen, ja, wir brauchen einen funktionierenden Rahmen, der dazu führt, dass es keine wirtschaftliche Übermacht gibt, sondern einen fairen Wettbewerb der Beteiligten, das finde ich eine lohnende Herausforderung in der Energiepolitik und natürlich in den anderen Bereichen auch. Okay. Herr Feld? Ja, Sie haben die Frage mit dem Sozialausgleich an uns beide gestellt, aber ich habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Der Wettbewerb ist ein wunderbares Entmachtungsinstrument und das hilft, diese Schieflagen zu reduzieren. Die Überförderung hat schon dazu geführt, dass überhöhte Renditen erzielbar sind. Die werden im Wettbewerb abschmelzen, das ist ganz klar. Zum zweiten Punkt, auch den hat Herr Barke eigentlich angesprochen, wobei man ja schon nochmal einen Unterschied zwischen Hayek und Eucken machen kann. Eucken war sicherlich derjenige, der weniger romantische Vorstellungen vom Markt hatte als Hayek. Es ist schon ganz klar, dass er Marktversagenstatbestände gesehen hat. Und vor allen Dingen die Vermachtungstendenz, wenn man den Markt einfach machen lässt. Manche Dinge hat er noch nicht gesehen. Das war halt in den 30er, 40er Jahren. Das ist ja klar. Seither ist die Wirtschaftswissenschaft vorangeschritten. Und ich würde auch nicht sagen, das habe ich auch gesagt, glaube ich, heute Morgen, dass man das einfach immer alles wörtlich in die heutige Zeit übertragen kann. Ich habe es im Hinblick auf die Wettbewerbspolitik versucht anzudeuten. Man muss das sicherlich auch im Hinblick auf Marktbeziehungen genau betrachten, denn die Informationsasymmetrien, die in Märkten herrschen können und die dann zu Verzerrungen führen können, die wurden bei Eucken nicht thematisiert. Die haben wir deutlich später erst herausgearbeitet und die spielen natürlich eine wichtige Rolle. Insofern behandle ich Güter- und Arbeitsmärkte nicht gleich, denn es kommt natürlich darauf an, auch bei den Gütermärkten natürlich gibt es nochmal eine Unterscheidung, es kommt darauf an, ob wir asymmetrische Informationsverteilung haben, die zu Verzerrungen führen kann. Und die kann auf dem Arbeitsmarkt sehr wohl existieren. Nur, also ich muss hinzufügen, das Weltbild von Eucken kennen wir alle zu wenig, weil wir gar noch nicht den Nachlass erarbeitet haben, der mittlerweile zur Verfügung steht. Da dürfen Sie die nächsten Jahre mal noch drauf warten, wenn wir die alle veröffentlicht haben, diese Schriften. Das wird uns 15 Jahre kosten, nach meiner jetzigen Rechnung, um das alles zu zeigen. Denn dieses sein Denken in unterschiedlichen Kategorien ist noch wesentlich weniger erschlossen als bei anderen. Einen Punkt muss ich dabei aber noch machen. Ich habe nur versucht zu sagen, Ordnungspolitik ist nicht gleichzusetzen mit Ordnungsrecht. Das war in der Verkürzung, ist nicht Ordnungsrecht.
Also mit anderen Worten, nicht jedes Ordnungsrecht ist Ordnungspolitik. So rum muss man das verstehen. Denn wir haben ganz, ganz viele ordnungsrechtliche Maßnahmen, die Überregulierung in den Märkten bedeuten und zu Verzerrungen führen, die wir ordnungspolitisch eigentlich nicht begründen können. Ich habe keine soziale Schieflage bei der Frage Griechenland und ich sehe sehr wohl, wie schwierig die Lage dort ist. Nur muss ich mich trotzdem fragen, was hilft raus aus der Misere? Und das ist im Wesentlichen Wachstum. Das Wachstum erreichen wir nur über Strukturreformen. Das heißt, es ist wesentlich wichtiger als alles andere, dort die Produktmärkte zu liberalisieren, damit wir endlich Anreize für die Investoren haben, reinzugehen. Die gehen nämlich sonst nicht rein bei der Regulierung, die dort existiert. Das Gleiche gilt für die öffentliche Verwaltung. Es macht nicht viel Sinn, diejenigen, die jetzt entlassen werden sollten aus der öffentlichen Verwaltung, alle wieder einzustellen. Die suchen sich dann ihre Jobs, so wie wir das aus der Bürokratietheorie kennen. Und da muss man weiterhin 18, 20 Jahre auf eine Baugenehmigung warten. Das ist unglaublich schwierig in diesem Land. Und deswegen ist es so wichtig, das Land umzustrukturieren. Ohne den Druck von außen wird das nicht funktionieren. Und jetzt Herr Füchs. Man kann in diesem Beispiel Griechenland, aber nicht nur dort, schon nochmal diese Wechselbeziehung zwischen Marktwirtschaft und Politik ja sehr gut nachvollziehen. Ja, zu sagen, Politik ist in doppelter Hinsicht wichtig. Sie kann enormen Schaden anrichten. Also schlechte Politik, schlechte Verwaltung führt zum wirtschaftlichen Niedergang. Dafür gibt es unendlich viele Beispiele. Und umgekehrt brauchen funktionsfähige Märkte sehr anspruchsvolle politische Voraussetzungen. Märkte stabilisieren sich eben nicht aus sich selbst heraus, damit sie ihre Gemeinwohlwirkung entfalten können, braucht es einen politischen Gestaltungsrahmen. Das ist ja die Grundidee, über die wir reden, wenn wir von Ordnungspolitik sprechen. Und das fängt von Rechtsstaatlichkeit, fängt damit an und Vertragsrecht bis hin zu Informationstransparenz und Internalisierung von externen Kosten. Das sind alles politische Entscheidungsaufgaben. Und wenn wir über ökologische Marktwirtschaft reden, dann ja nicht mit der Intention, dass wir die Flut von Verboten und Detailregelungen noch weiter erhöhen, sondern dass wir Leitplanken schaffen, politisch, die Innovation in eine ökologische Richtung lenken und die ökonomische Dynamik, Unternehmertum in eine nachhaltige Bahn lenken. Das ist die Grundidee für ökologische Marktwirtschaft. Und das heißt zum einen Grenzen ziehen, zum Beispiel einen CO2-Deckel auf unsere wirtschaftlichen Aktivitäten und den schrittweise abzusenken. Und damit haben sie eine ökologische Grenze gesetzt, innerhalb derer dann wirtschaftliches Wachstum stattfinden kann, aber nicht über sie hinaus. Und gleichzeitig Anreize zu schaffen, und zwar sowohl über das Preissystem wie über Ordnungsrecht. Das ist jedenfalls die Grundphilosophie, die wir gerne mit dieser Tagung noch ein bisschen weiter ausbuchstabieren und vertiefen wollen. Ein wunderbares Schlusswort. Wir haben gar nicht über den Veggie Day geredet, das wollte ich mich auch noch tun, aber dafür ist jetzt Mittagspause. Genau. Ich bedanke mich beim Podium für die spannende und zum Teil auch konfliktreiche Auseinandersetzung und Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und jetzt gibt es was zu essen. Bis Nachmittag. Dankeschön.